Das ist aber die Person mit den meisten Wins der Welt, dieser Wolf hier vor mir. Krass, ist übrigens die Streamerin. Aber in Neko mit 20.000 Wins aktuell in deiner Lobby. Nur über meine Leiche ist sie in meiner Lobby. Claryo Crass. GG, Jungs, GG, gib mir alle die Hand, ihr habt gut gespielt. Jetzt muss ich ernst spielen. Okay, let's go. Ach, Chat, ich hätte so gern einen Goldstar Rayquaza als Pokémon-Karte. In gutem Zustand. Englisch. Hauptsache Goldstar Rayquaza in einem guten Zustand in Englisch ist irgendwie mehr wert als Lugia. English First Edition. Krank, Alter. Obwohl Rayquaza neuer ist. Damit meine ich nicht Manuel. Naja. So, kurze Unterbrechung, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist oben links Pokémon Gameplay. Das liegt daran, weil Reapers derzeit während der Folge spielt auch probiert Darkrai Shiny zu handeln. Und deswegen sitzt sie die ganze Zeit oben links jetzt Pokémon Gameplay. Kuss, Digga. Du machst mich fertig, Hühnchen. Fertig machst du mich. Ist ja bodenlos, wow. Ach, scheiß drauf, weißt du was? Er wartet jetzt sogar auf mich. Ich geh den normalen Weg. Ey! Mach ich hier. In meinem Pöbel. Nerv nicht. Mich grabst du nicht, Kollege. EX Deoxys ist das Rayquaza, glaube ich, ja. Das hätte ich gerne und Shining Rayquaza. Shining Charizard meine ich. Ich habe gar keine einzige Goldstar-Karte, das ist ein bisschen sad. Goldstar-Karten sind so geil. Nur Alternate Artwork nicht, aber. Will ja jetzt nicht gierig werden. Hm? Was geht, Hühnchen? Oh, dann wurden wir aber beide erwischt. Aber wie gierig sind! Wo kommt ihr denn her? Das Hühnchen ist noch so mad auf mich, ey. Warum bist du so sauer, Bro? Guck mal, so geht das. Karma instant kassiert. So geht das. Eigentlich geschafft, aber dann doch noch runtergefallen, weil ich so geht das gesagt habe. Ja, scheiß drauf. Die nehmen echt alle den Hammer, ne? Ich will den Hammer nicht nehmen. I don't like Hammer Time. Jetzt ist aber meine Chance, wenn ich das jetzt nicht gewinne, dann bin ich zutiefst gebrochen, weil ich freue mich sehr darüber, dass dieser Modus überhaupt noch kommt als Finale. Es ist ein geiles Finale, wie ich finde. Da kannst du mit Movement so viel wettmachen, da kannst du so doll Leute hops nehmen, aber dass ich das zweimal verloren habe jetzt. Und zwar knapp, wo ich längste Schweiftime hatte. Nochmal einen Schluck Level absippen, das muss mir helfen jetzt. Ballfokus. Sit, Hühnchen. Asset Sit. Well played. Unverkackt. Lächerlich.
verdiente Hunde! Ruhe, ruhig und gelassen. GG, Jungs, GG, gebt mir alle die Hand, ihr habt gut gespielt. Raus aus meiner Lobby, verpisst euch jetzt. Und, fertig. Hab ich gedrückt? Nee, ne? Alter, Baumwolle! BTF! Rare Content! Mod in my channel! Moin! Hi! Hey, insgesamt von 4,5 Stunden Stream war eine Stunde ein Modder. Das ist dann schon strong, du. Fühl ich. Was geht, Bro? Seit 20 Minuten. Oh, achso. Moin, Baum. Gut. Mein Fehler. Gerettet. Bin seit 5 Minuten da. Whatever. Oh, der hat uns verlassen. Der Damian Mario. Als ob du vor mir wärst. Ich bin gleich bei euch. Ich bin da. Ich bin da, Chat. Versteht ihr? Ich sitze nur woanders. Aber ich bin da. Hauptsache, Fernseher hat weitaus weniger Delay als Handy-Streams. Wusstet ihr das, Chat? Wenn ich einen Stream auf dem Fernseher gucke, keine Ahnung, passiert rare. Aber wenn es mal passiert, so per die Twitch-App auf dem TV schaue, dann hat das deutlich weniger Delay als mein Handy. Okay, was heißt deutlich? 5 Sekunden oder so, 3 bis 5 Sekunden. Junge, ist da jetzt auch noch Bananen-Alf gespawnt? Ich fass es nicht. Die Mods haben ja so Feierabend gerade. Ich pack's nicht. Wow. Das ist cool. Dann sind sie auf einmal alle da. Jetzt ist der Chat einfach sauber und nicht im Sub-Modus. Pork. Tasty Bacon. Geh nie unten lang. Irgendwie will ich das nicht. Mir gefällt der Weg unten nicht. Krass, ist übrigens die Streamerin. Aber in Neko mit 20.000 Wins aktuell in deiner Lobby. Nur über meine Leiche ist die in meiner Lobby. Wie hast du gesagt? Crass. Clarior Crass. Das soll die Person mit 20.000 Wins sein. Glaube ich dir nicht. Spielt ganz random Lobbys. Obwohl die Person, das ist der. Oder sie. Ich habe keine Ahnung. Nur im Stream. Echt jetzt? Guck mal, Chat. Dann ist das hier die Person mit den meisten Wins auf der Welt. Wer von denen ist das? Ein Wolf habt ihr gemeint, ne? Hier, der hier. Der pinke Wolf hier. Das hier. Jetzt muss ich ernst spielen. Grieft nicht. Ja, dann grief ich auch nicht. Heavy random. Ich spiele voll die Weirdo-Server. Da muss die Person ja auch voll die Weirdo-Server spielen. Witzig. Die Leute werden halt hier griefen zu 100%. Dann war's das auch. Auch mal auf R2 kommen. Nee. Vielleicht bei den anderen. Oh, das wird er mir übel nehmen. Der Krokodil. Sorry. Sorry. Boah, der will's wissen, der Blaue. Ja. Okay, jetzt spiel ich fair mit dem. Hier. Ich grief dich nicht, versprochen. Hier, ich mach Emotes. Ich tanze mit dir. Das ist einfach die Person mit den meisten Wins der Welt. Dieser Wolf hier vor mir. Weil ich so easy Upload land, ne? 20.000 Wins. 20.000 Wins. Witzig, ey. Ich bin so voll in Weirdo-Lobbys, als ob wir zusammen spielen. Fast 21.000. Das ist insane.
Hinten ist auch noch einer, ja, ich weiß. Nur fokussiert sein, jetzt klar. Ich hoffe, zu dritt Finale gewinnen. Das wäre krank. Nein, ich grief nicht. Ich habe extra die anderen gegrieft, damit wir alleine sein können. Weil es auf 1v1 basiert. Aber jetzt will ich die nicht griefen. Jetzt will ich wirklich Fair Play machen. Also Respekt zollen, ne? Der Person mit den meisten Wins der Welt. Einfach mal ein faires 1v1 bieten. Aber da hinten ist auch noch eine Person, die ganze Zeit am Mitspielen ist, hä? Junge, absolut tryhard. Sollte jetzt bald sogar um sein, ne? Hell yeah, GG. Denke ich. Aber keine Fehler machen, nicht zu früh, Freund. Hauptsache, die andere Person da hinten schafft es halt auch die ganze Zeit noch. Ey, übel heftig. War close. GG. Da haben wir in der Lobby gewonnen mit der Person mit den meisten Wins weltweit. Das war zu dritt einfach. Cool. Easy Upload-Land. Ja, die ganze Zeit währenddessen Shiny hunte ich, by the way. Ist kein Dark Knight Shiny, muss quitten. Ja, naja, das war die. Das war die Person mit den meisten Wins weltweit. Ein und fast 21.000 Wins. Oh, ich habe jetzt nicht nachgeholt, aber der Chat ist sich zu 100% sicher. Alle drei haben gewonnen einfach. Irgendein random Dude auf der anderen Seite halt auch einfach, ne? Ich hätte auch asozial griefen können. Aber einfach mal fair spielen. Feine ne Masse. Brauche ich noch ein gutes Bild von dir fürs Thumbnail? Hier, ich mach dir eins, oder? Ich hab Messi gezogen!